Moin und herzlich willkommen bei Startland Fuß. Mein Name ist Ingvar und ich grüße direkt zu Anfang meinen lieben Diego und wünsche dir eine sichere Fahrt. Und ja, natürlich herzlich willkommen an alle und alle sind herzlichst eingeladen, wieder mit mir mitzufliegen. Und heute geht es auch wieder um gefährliche Flugplätze. Wir starten in Pablu, das ist in Nepal, und auch innerhalb von Nepal werden wir auf dem Flugplatz Lukla landen. Also es geht von Victor November Papa Lima nach Victor November Lima Kilo. Und der Flugplatz in Lukla ist dafür bekannt, dass dort viele Touristen hinfliegen, um dann den Weg zum Mount Everest zu gehen. Ja. Wir setzen uns in die Maschine, machen uns startklar und dann geht's auch gleich los. Auf die Piper werde ich jetzt nicht so im Detail eingehen. Da werde ich nochmal ein extra Video machen. Ich habe sie auch ganz neu. Es gibt ja nicht nur von Just Flight die Piper, sondern auch von Carinado. Und ich habe mich aber für Just Flight entschieden. Nur auf einige wenige Sachen gehe ich ein. Wir haben hier so ein kleines Panel, wo wir auch mehrere Sachen einstellen können. Co-Pilot zum Beispiel, den möchte ich mit drin haben. Da ist er schon. Hallo, herzlich willkommen. Und ja, wir haben hier einen Lufthansa-Captain, den wir nach Lukla fliegen. Dort ist ein kleines Seminar. Da nimmt er dran teil. Und unsere reizende Begleitung, die wir sonst hatten, hat heute mal komplett frei. Dann werden wir draußen, ja, haben wir noch die Shocks. Das sind ja hier unten die an den Reifen, ne, die Keile, die dafür sorgen, dass das Flugzeug nicht wegrollt, und doch nochmal die Seile für die Tragflächen, damit das Flugzeug da, wenn es Wind bekommt von unten, nicht mal ja, angehoben wird. Die werden wir jetzt auf jeden Fall noch entfernen und ansonsten ja auch die Jokes. Können wir hier zum Beispiel auch deaktivieren. Die lassen wir aber dran. Ne? Sieht dann ein bisschen realistischer aus. Und dann können wir dieses Fenster hier auch schon schließen. Na ja, gut, ich kann nochmal zeigen. Wir können nochmal die Baggage Door öffnen. Dann haben wir hier hinten zum Beladen des Gepäcks. Und auch nochmal dort, wo Öl nachgefüllt wird. Das wäre dann hier vorne. Da kommt Öl rein, da ist die Klappe jetzt offen. Von außen kann man die jetzt nicht aktivieren, das muss man dann alles von drin machen. Öl passt aber und Gepäck ist auch beladen. Und dann können wir das hier ausschalten. So, dann bereiten wir das Flugzeug vor. Tankwahlschalter machen wir erstmal auf den linken Tank. Türen nochmal checken. Türen sind auch sehr cool gemacht. Ich habe hier unten eine Verriegelung und auch hier oben eine Verriegelung. Dann kann ich die Tür öffnen. Bei der Piper wird übrigens von rechts eingestiegen. Auch der Pilot. Der hat also hier links keine Tür. Ja, das, was er hier hat, ist ein kleines Fenster, das wir auch öffnen können. Und hat halt hier unten noch so ein Notsignal für Notfälle. Ein Transmitter, den er hier noch extra aktivieren kann. Und ansonsten muss immer über rechts eingestiegen werden. Oh, noch kurz in die Außenansicht. Ich kenne es selber. Ich, also eine Freundin von mir, die hatte auch eine Piper und dort auch eine PA-28. Und da bin ich als Co-Pilot mitgeflogen. Sind wir damals nach Dänemark geflogen, nach Stauning zur Flugshow. Und das war sehr geil. Also ich durfte im Reiseflug auch mal im Reiseflug und im Anflug auf Wieg auf Hör durfte ich dann auch mal steuern. Und ja, war auf jeden Fall sehr aufregend. Den Flugfunk habe ich damals auch gemacht, weil ich ja BCF 2 habe, also deutsch und englischer Sprechfunk im Flugfunk. Und das war sehr aufregend. Sehr spannend. Ja, wir fliegen wieder mit der Kennung Delta Echo, Golf Echo Romeo. Gut, dann werden wir die Tür jetzt zumachen. Auch wieder verriegeln. Okay. Batterie, Alternator an.
Und die NAV leuchten schon mal. Beacon, da wir gleich den Motor starten. Und Panel Lights. Und dann müssten eigentlich... Muss ich die manuell anmachen? Eigentlich müssten die doch direkt mit starten. Das wundert mich gerade, dass die beiden GPS nicht mit starten. Das hätte doch eigentlich schon passieren müssen. Das schalten wir auf Standby. Den auf ein. Und ja, der ist eingeschaltet. Oder ist eventuell Batterie hier schon entladen? Ja, das scheint mir so, dass die Batterie entladen ist. Recharge Battery. Jetzt wird die Batterie aufgeladen. Das kann man hierüber auch auswählen, wenn man jetzt zu lange schon gestanden hat. Aber trotzdem. Wundert mich das gerade. Ich versuche trotzdem mal zu starten. Clear! Ja, ich hatte vorher auch vergessen, Propeller und Gemischhebler zu machen. So, das sieht alles gut aus, aber nicht, warum GPS nicht angeht. Der hätte eigentlich automatisch mit angehen müssen. Na gut, das muss ich mal eben kurz checken. Ah, okay. Ja, ich musste hier tatsächlich noch dran regeln. Das war hier komplett auf links gedreht. Dann ist das aus der Bildschirm. Und hier genauso. Jetzt ist das, jetzt passt das aber. Okay, dann gebe ich hier noch eben den, unseren Zielort ein. Direkt einen Wegpunkt. Hier einmal drücken und dann suchen wir, nein, dann suchen wir Victor. Dann kommt November. Lima. Und zu guter Letzt Kilo. So, da haben wir Lukla. Aktivieren. Haben wir mit drin. Prima. So, auf zur Startbahn. Und dann geht's gleich los. So, Klappen sind gesetzt. Landescheinwerfer sind an. Strobe-Lichter sind an. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir werden uns jetzt erstmal an dem Fluss orientieren, den wir da vorne haben. Und ich selber bin diese Strecke noch nicht direkt geflogen zwischen diesen beiden Flugplätzen. Deswegen, und habe mich auch nicht gerade gut vorbereitet. Ja, wir lassen uns da mal überraschen, ob wir da den richtigen Weg finden. Also, viel Spaß. Here we go. Die Bäume waren auch ziemlich hoch da schon, muss ich sagen. So, Fahrwerk einziehen. Rechts im GPS, ne, sehen wir jetzt die Richtung nach Lukla. Kommen wir hier schon ins Schneegebiet. Klappen einfahren.
Hier kommt der Fluss unten. Auf jeden Fall müssen wir schon mal in Höhe gewinnen. Sonst wird es ein bisschen eng hier, glaube ich, sonst hier durchzukommen. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob wir hier vernünftig durchkommen. Aber der Flussverlauf scheint ja so zu sein, dass wir gut in die Richtung kommen und auch an Höhe gewinnen. Wir haben ja, fliegen ja auch 100 Knoten. Da hat er gerade mal ein bisschen gehakelt. Also mir gefällt das Flugzeug wirklich sehr gut. Was ich gemerkt habe, ist aber das Höhenruder. Das ist tatsächlich bei denselben Einstellungen im Vergleich zur Cessna 152, Cessna 150, ja, 152 oder 172, ist das, ja, ein bisschen, gerade bei der Landung, ein bisschen ruckartiger, das Höhenruder. Da ist das bei der, bei den Cessnas ist das da irgendwie ein bisschen smoother. Ah, da kommen hinten schon die schneebedeckten Berge. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Sieht das nicht herrlich aus? Werden wir mal hier direkt eine kleine Abkürzung nehmen. Sollten wir da auch gut rüberkommen. Was es noch gibt bei der Piper ist zum Beispiel... Ja, sehr schön. Dass, wenn wir den Schubhebel ganz nach vorne schieben, dann leuchtet in der Mitte jetzt ungefähr vom Cockpit diese gelbe Anzeige. Und das ist das Zeichen dafür, dass das schon überpowered ist. Wenn ich den jetzt so ein bisschen zurücknehme, na, dann geht die Leuchte aus. Dann ist er nicht überpowered. Was noch ist, wenn ich jetzt den Schubhebel ganz zurücknehme, na, dann habe ich sofort Warnmeldung. Sobald ich wieder ein bisschen Schub gebe, ist die Warnmeldung weg. Das kommt immer dann, wenn ich das Fahrwerk nicht ausgefahren habe und keinen Schub mehr habe. Dann kriege ich diese Warnmeldung. So, schauen wir mal, wo wir jetzt hier durchfliegen. Das passt eigentlich ganz gut. Wenn wir hier jetzt längs fliegen, dann kommen wir wieder auf unsere Route. So, mal eben gucken, wie weit wir entfernt sind. Distanz noch 7 Meilen. Ah, ich liebe es, in den Bergen zu fliegen. Das ist eine tolle Sache. Ich habe mit Leonie neulich einen kleinen Testgruppenflug gemacht. Und da waren wir in den französischen Alpen. Es hat so Spaß gemacht. Das habe ich jetzt leider nicht aufgenommen, aber wir werden irgendwann demnächst tatsächlich auch mal einen Gruppenflug aufnehmen und euch den zeigen. Ob es dann live ist, kann ich noch nicht sagen. Live werden wir auf jeden Fall noch mal gehen, wenn wir bei Ibao fliegen. Das kommt ja auch noch. Ach, da kommt noch so viel. Da kommt noch so viel. Na Diego, ich hoffe, du hast eine angenehme Fahrt. Trotz Arbeit und kannst das ein bisschen genießen, meine Stimme zu hören. Du bist auf der Straße, ich bin in der Luft. Oh, guck mal hier. Seht ihr das? Ein Regenbogen formt sich hier. Ah, ist das herrlich. Ist das herrlich. So, wir sind noch 4 Meilen entfernt. Oh, der Regenbogen geht hier ins Tal rein. Ist das geil. Ist das cool. So, jetzt noch 3,5 Meilen. Das heißt, wir sind ja schon sehr nahe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da vorne am Hang... Da müssen wir gleich mal genau gucken. Ja, ich habe schon einen Verdacht.
Müsste da genau... Ist das geil mit dem Regenbogen, Mensch, Leute. Ich krieg mich hier gar nicht mehr ein. Ist das geil. Ist das geil. Ja, der ist schon direkt hier vorne. Schon mal Fahrwerk ausfahren. Jetzt wird es so spannend, ob ich den auf all... Also dieser Regenbogen, hier ein zweiter Regenbogen sogar. Der flasht mich gerade. Muss schon mal eine Klappe setzen. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich hoffe, das ist er. Sonst müssen wir nochmal einen kleinen Rundflug machen. Ah, Lukla ist einfach zu cool, muss ich sagen. Ist einfach zu cool. Ist der hier jetzt vor mir? So, und jetzt geht das los. Das Höhenruder ist jetzt, finde ich... Ach, der Regenbogen, der flasht mich einfach. Ja, hier regnet es ja auch. Oh, das hakelt auch. Es regnet, Regenbogen. Es hakelt leider gerade ein bisschen. Ich muss mal Klappen wieder einfahren. Fahrwerk auch einfahren. Weil... Da ist er. Da ist er. Aber ich krieg die Maschine nicht mehr. Nein. Leute, das gehört dazu. Ne, ich habe ja gesagt, Live-Cut, das heißt live geschnitten, und dazu gehört, dass man auch abstürzt. Wir werden den Flug nachholen. Diego, dir noch, ne, toi 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 auf deiner Straße, und ja, wir holen den Flug nach. Ich wünsche euch was. Ich danke euch fürs Zuschauen, aber ihr habt zumindest den Regenbogen noch gesehen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ingmar.